Wir sind auf der größten Photovoltaik- und Speichermesse der Welt, wahrscheinlich sogar hier auf der Intersolar. Und das hier ist ein ganz spezielles Video, was wir jetzt drehen wollen, bei meinem alten Arbeitgeber Fennecon. Die haben einen neuen Speicher vorgestellt und das ist sehr interessant, weil da geht es um Heimspeichergrößen von ganz klein bis ganz, ganz groß mit einem Energiemanagement dabei. Speicher können eine Lösung für die Energiewende sein und können wie ein Schweizer Taschenmesser ganz viele Probleme lösen. Und das haben die Jungs auf dem Schirm und das wird sehr interessant. Der Transparenz wegen, Fennecon hat uns bei den Produktionskosten unterstützt, deswegen blenden wir hier oben noch wieder Werbung ein. Aber es ist ein emotionales Video für mich, weil ich natürlich hier auch lange Zeit gearbeitet habe für die Firma und auch immer noch total hinter Ihnen stehe. Moin Georg, das ist hey, schön, dass du hier gleich um die Ecke stehst. Du schon parat? Ja, schönste Ecke hier. Ja, also deutscher Hersteller seid ihr. Ihr kommt aus Deggendorf, schon sehr lange, seit 2011 am Start. Kann ich alles erzählen, weil ich ja selber für euch mal gearbeitet habe. Eine Zeit lang, wir beide kennen uns auch schon sehr gut. Ihr habt einen neuen Speicher vorgestellt und der macht viele Sachen gut oder besser als der alte, beziehungsweise ist ein bisschen flexibler. Ja. Vielleicht können wir darüber einfach mal sprechen. Was ist das für eine Technologie? Wie viel kW Peak, wie viel kW Leistung und Notstrom? Solche Sachen hat er ja auch alles mit. Ja. Und das Energiemanagementsystem, was ihr ja als Open Source Software habt, das ist relativ einzigartig, glaube ich. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen. Wie heißt der, was macht der, was kann der? Ja, also das neue System ist das Home 6 10 15. Wir nennen es jetzt quasi mit drei Bezifferungen, weil wir eben drei Größen haben, der Wechselrichter. Also der kleinste Wechselrichter hat eben die 6 kW, wie der Titel schon sagt, dann die 10 kW und der 15 kW. Und die kW steht immer für die Leistung. Für die Batterie, die entladene Leistung, genau. Die PV-Leistung beträgt sich dann eben beim 6er so um die 10 kW, dann beim 10er so um die 15 kW und beim 15er dann um die 22,5 kW. Also kW Peak dann immer, ne? Genau, also ein bisschen mehr als die Leistung eingebracht ist, okay. Also wie klassisch angegeben eben. Und der 6 kW unterscheidet sich hardwaretechnisch eigentlich grundsätzlich nur von der Anzahl der MPP-Tracker. Wir haben hier beim 6 kW zwei MPP-Tracker zur Verfügung. Das ist der kleine. Genau. Okay. Und dann eben beim 10er und beim 15er eben die drei MPP-Tracker. Das bedeutet, bei vielen Gebäuden, die jetzt mehrere Dachausrichtungen haben, sind wir eben hier auch für die Zukunft etwas gerüstet. Man kann für eine Seite mal eine PV installieren und dann eben nach und nach mal mehrere Ausrichtungen nachinstallieren. Okay. Das ist hier der große Vorteil im Vergleich zum aktuellen Home 10. Und ihr habt ja bei dem Home 10 einen 10 kW Wechselrichter gehabt und auch eine Batterie mit 2,2 Kilowattstunden netto. Jetzt ist die Batterie kleiner oder größer geworden, kann man aber auch genauso nachrüsten, ist auch ein Hochwertsystem etc. Genau. Also wir bei Fennecon haben jetzt eine klarere Produktlinie, was eben die Speicher angeht. Also wir sagen jetzt vom kleinsten bis zum größten Speicher haben wir eben dieselben Batterien, diese 2,8 Kilowattstunden Module. Das heißt, wir können jetzt mit weniger Module dieselbe Kapazität erreichen, was schlussendlich für den Endkunden ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis dann entspricht. Okay, aber das ist immer, also vielleicht fangen wir mal vorne an, das ist immer ein Hybridspeicher, also die Solaranlage wird direkt am Wechselrichter angeschlossen und kann dann auch direkt DC-DC in die Batterie gehen. Das heißt, es ist relativ effizient und das ist ein Hochvolt. Genau, es ist ein Hochvolt-System, Okay. Genau. Und wie gesagt, pro Modul eben diese 2,8 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben dann in der kleinsten Konstellation, die man hier hinter dir sieht, eben unsere 8,4 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Okay, 8,4 fängt es an und wohin geht dann das bei einem Turm hoch? Es geht bis zu 168 Kilowattstunden, jetzt in dem Bereich. Also das heißt, wir haben hier vier Türme mit A15 Modulen. Also ich kann einen Turm, zwei Türme, drei Türme, vier Türme. Ja, genau. Also ich sage jetzt mal, bei den kleineren Wechselrichtern, bei dem neuen System geht es bis zu 14 Module hoch pro Turm. Bei den 2030er, die eben letztes Jahr schon vorgestellt wurden, eben bis zu den 15 Modulen. Und das ist immer das große Thema, Notstrom. Kann der das dann? Also kann der so eine Insel aufbauen? Ja. Also er ist komplett inselfähig, ist auch notstromfähig. Er hat quasi seinen eigenen Notstromabgang, den man dann eben mit seinen Notstromverbrauchern versorgen kann. Das kann man dann auch also in den Einstellungen, in der Inbetriebnahme, kann man das für sich definieren. Was möchte ich jetzt als Notstromreserve halten? Wie soll er wie agieren? Und das ist einfach, da sind wir relativ flexibel. Okay. Also das ist dann immer ein dreiphasiges System auch. Ne? Ja. Also der kann wirklich Ersatzstrom liefern.
Und wie schnell schaltet der dann um? Also wenn der Notstromfall eintritt, also sprich, ich bin weg vom Netz und jetzt muss ich selbst versorgen. Es kommt jetzt darauf an, ob man dazwischen, ich schließe jetzt nur mal die AVU mit ein, hätte man die AVU mit installiert, spricht man hier schon von 1 bis 2 Sekunden, weil eben die AVU relativ lange braucht. Was heißt das? Das ist dann eine automatische Verbraucherumschaltung? Genau, wir sind hier bei der automatischen Verbraucherumschaltung, welche wiederum schon vom alten 10er bekannt ist, aber jetzt auch wieder mit dem 6er und dem 10er des neuen Systems kompatibel ist. Okay, alles klar. Über die Leistung hast du ja gerade schon was gesagt. Dann kann der mit so einer kleinen Batterie, ich sag mal jetzt 11 Kilowattstunden, mit wie viel kW dann auch diesen Notstrom liefern? Bei der kleinsten Konstellation wären wir jetzt bei dem 6 kW Wechselrichter mit den 3 Modulen, sind wir irgendwo bei 4,6 kW. Okay, und dann geht das sozusagen mit den größeren Wechselrichtern und den größeren Batterien immer nach oben. Also bis zu einer gewissen Größe ist natürlich der Speicher bzw. das BMS der begrenzende Faktor oder der Flaschenhals im System. Ab der gewissen Größe müsste man dann eben zum größeren Wechselrichter reichen, damit man eben dann die volle B- und Entladeleistung bzw. mehr B- und Entladeleistung erhält. Also wenn ich jetzt Speicher kaufen will, will jetzt eine Solaranlage und überlege mit oder ohne Speicher und sage jetzt mit. Ja. Worauf muss ich dann achten, dass ich irgendwie später dann auch noch nachrüsten kann? Geht das überhaupt? Also dass ich jetzt 10 Kilowattstunden und dann später nochmal ein paar dazu? Ja. Ich sage jetzt mal, durch das einheitliche Speicherangebot kann ich sowieso immer Wechselrichter tauschen, wie ich will, zum Turm. Okay. Aber ich habe zusätzlich eben auch die Möglichkeit, Module nachzurüsten. Das heißt, ich sage jetzt immer, das ist natürlich davon abhängig, wie lange ich den Speicher schon habe, ob es noch wirtschaftlich ist oder nicht, ein neues Modul dazu zu kaufen. Aber die ersten 3, 4, 5 Jahre macht es auf jeden Fall Sinn, neue Module dazu zu nehmen. Und der Speicher kann aber auch, wenn er dann in diesen Notstrom schaltet, was wir gerade gesagt haben, kann er auch schwarz starten. Also der kann dann sozusagen ohne Solaranlage nur mit Batterie oder auch mit der Solaranlage dann einfach so ein Inselnetz aufbauen. Also wenn er komplett entladen ist, dann hat er eben, sobald die Sonne wieder aufgeht, seine 3 bis 4 Versuche, sich wieder hochzufahren und dann kann er auch wieder selbstständig starten und eben den Speicher wieder beladen. Ja, super. Das heißt, er ist inselfähig, Garantie, also wie lange hält so ein Speicher? Was gibt ihr da für eine Garantie? Ja, also wir sind eben bei der 10 Jahre Produktgarantie für das komplette System, haben aber eben auch diese 12 Jahre Kapazitätsgarantie. Das heißt, viele Leute sagen ja immer, dass quasi das B- oder Entladen das Problem ist für den Speicher bzw. die Lebensdauer der Zellen. Und da geben wir jetzt eben 12 Jahre bzw. 6000 Zyklen drauf. Aber ihr habt Eisenphosphatzellen und die sind ja extrem robust. Die werden ihr habt ja jetzt einen neuen Speicher mit ein bisschen größerer Kapazität, aber sind ja die gleichen, sind ja fast die identischen Zellen und ein bisschen mehr. Wir haben nur eine höhere Energiedichte im Endeffekt. Also es ist dasselbe System wie bei den bereits bekannten Home 10. Okay. Jetzt haben wir noch immer das Thema, der hat so viel Eigenverbrauch. Der zieht jetzt immer 100 Watt oder 150 Watt, 200 Watt, die großen Systeme. Was sagst du da? Ist das viel? Weil viele schreiben das ja, ihr habt das in eurem Monitoring auch mit drin, dass man das tatsächlich auch sehen kann und es nervt viele, ist aber eher so ein Bug, als dass das jetzt tatsächlich so ein wahnsinnig großer Eigenverbrauch ist. Also man sieht es natürlich im Monitoring, was er gerade zieht. In vielen Fällen kann es natürlich auch durch diverse Messabweichungen etc. mal künstlich hochgeschaukelt werden, dieser Wert. Aber im Grunde zieht der Speicher an sich im Leerlauf relativ wenig. Also ich würde das mal auf einen zweistelligen Bereich runterrechnen, also 20 Watt, 50 Watt, so grob. Also nicht so viel. Ja. Weil ihr habt ja immer, und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, so ein Monitoring dabei, beziehungsweise ein Energiemanagementsystem, was ja auch wieder dann hier oben drauf sitzt, oder? Ja. Hier ist quasi unser FEMS drin verbaut, welches ja über das Open EMS läuft, also eine Open Source Plattform, welche von uns ja sowieso immer relativ hoch angepriesen wird, weil es ja ein bekanntes System ist mittlerweile auf dem Markt, eben durch diese Open-Source-Fähigkeit, dass viele Anbieter eben auch mitentwickeln und dadurch dieses System immer weiter wächst. Und was kann denn dieses EMS? Kannst du vielleicht das nochmal kurz den Zuschauern erklären? Weil das ist ja relativ besonders. Das kann schon zum Beispiel dynamische Stromtarife, das wird jetzt bei den alten Systemen schon seit Jahren so genutzt. Ja. Und bei dem neuen ist es dann wahrscheinlich auch dabei und Wallbox, Wärmepumpe. Ja, genau. Also abgesehen von der Peripherie, die wir eben einbinden können, wie externe AC-Wechselrichter oder auch Wärmepumpen, SG-Ready-Schnittstellen etc., können wir natürlich auch
ja, an die Strombörse gehen mit den dynamischen Stromtarifen, sage ich eben mal. Wir haben eine geschlossene Plattform hier, wo wir eben eine schöne Übersicht unserer ganzen Apps haben, okay. Wo man dann eben einen guten Einblick über sein System erhält. Okay, und du kannst auch Überschuss-PV laden, ins Auto machen, also für die Wallbox. Ja, genau. Du kannst solche Dinge machen, da gibt es jetzt ein paar, die sagen, ey, da ist aber immer nur 4,2, das ist total viel, das ist viel zu viel. Ja. Da seid ihr aber auch, glaube ich, dran, dass ihr das dann auf einphasig runtergeht. Ja, oder? Also es gibt da natürlich schon die ersten Ansätze in der Entwicklung. Ich kann hier noch nicht zu viel sagen, weil ich noch nicht weiß, wann wir soweit sind, aber wir sind auf jeden Fall dran. Ja, mega. Also Überschussladen geht auch, bidirektionales Laden wird wahrscheinlich dann auch irgendwann kommen. Ja, genau. Datensicherheit, ihr habt alle eure Daten wahrscheinlich auch immer hier in Europa. Ja, also wir sind hier auf Servern, die natürlich hier vor Ort stehen oder bei uns in unseren Standorten stehen. Das heißt, Datensicherheit wird bei uns groß geschrieben, ja. Okay. Das Recycling haben auch mal ein paar Leute gefragt. Das Schöne ist, Batterien kann man recyceln, aber diese Zellen, es deutet sich an, dass sie wesentlich länger halten, als wir eigentlich dachten. Also eher so wie Solarmodule, ne, dass die so 20, 30, 40 Jahre halten. Viel länger, als wir eigentlich mal dachten. Aber recyceln kann man die am Ende dann auch. Ja, und also hier lässt sich nur sagen, wir sind ein deutscher Hersteller. Wir sind an die deutschen Recyclingbestimmungen irgendwo angegliedert. Ja. Das heißt, es ist alles recycelbar. Hier keine Sorge, auf jeden Fall. Kannst du was zu den Preisen sagen? Weil das wird jetzt hundertprozentig kommen. Was die Kilowattstundenpreise hatten wir vor 2 Jahren ungefähr 1000 Euro. Jetzt ist es deutlich drunter, so viel kann man vielleicht sagen. Das wird also eine genaue Zahl kann ich dir leider nicht nennen, ja. Felix, du weißt es ja. Weiß, frage ich euch dann. Genau, frag am besten bei euren Großhändlern oder euren Installateuren nach, was dann eben die Systeme kosten. Also wir haben ja deutliche Preisreduktionen gehabt und das ist natürlich super interessant. Ja. Wir können jetzt auch noch mal darüber sprechen, ob es weiter runtergeht, aber tendenziell wird es langfristig wahrscheinlich eher noch mal irgendwann wieder runtergehen, wie bei den Elektroautos auch. Ne? Ja. Das hier sind ja nicht die Batterien, die in einem Elektroauto drin sind. Ja, richtig. Richtig. Extra dafür gebaut ist. Ne? Ja, wir sind hier in einem Markt, der generell aktuell ein bisschen an Nachfrage schwindet, sage ich jetzt mal. Und deswegen werden sich die Preise auch in diese Richtung entwickeln. Also so viel kann man ja sagen. Aber okay, also ganz herzlichen Dank schon mal, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dass du uns das einmal gezeigt hast, das System, was das überhaupt kann und welche Leistungsklassen es gibt. Es gibt ja auch noch 50er-Überlegung, 50er zu machen, 50 kW-Wechselrichter in der Insel mit Notstrom. Da reden wir dann nächstes Jahr. Also das sind dann riesige Systeme, aber damit kann man, glaube ich, hier auch schon alles abdecken. Ja. Finde ich sowieso gut, was ihr macht. Ne? Der Franz sagt, alles nur noch elektrisch fahren, wir machen alles nachhaltig, etc. pp. Ja. Also top, ne? Also euer Geschäftsführer. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Also war jetzt die innovativste Firma Deutschlands 2023. Ja. Er ist Entrepreneur of the Year geworden. Ja. Letztes Jahr 2023 auch. Ne? Ja. Also Dankeschön, dass wir einmal hier sein durften. Jörg, hat mich sehr gefreut. Lasst ein Abo da. Und wenn wir Fragen nicht beantwortet haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dass wir das vielleicht in dem nächsten Video nochmal klären. Und wenn das Ding dann das erste Mal installiert wird, dass wir uns vielleicht das auch mal bei einem echten Kunden zu Hause angucken. Weil dann gehst du mal hands-on und nicht nur hier so auf der Messe. Ne? Das wäre natürlich auch ganz cool. Also, in diesem Sinne, macht's gut, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.